ich nehme die Wahl an und bedanke mich für das Vertrauen. Und ich bedanke mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich, insbesondere bei Jens Spahn, insbesondere bei Friedrich Merz, für diesen fairen Wettbewerb, den wir uns geliefert haben. Es war ein sehr knappes Wahlergebnis, was auch zeigt, dass auf allen Seiten sehr viele Delegierte Begeisterung für ihre jeweiligen Kandidaten gezeigt haben. Aber ich bin sehr zufrieden mit dem Wahlergebnis, also mit dem Ausgang jetzt. Ich gebe es zu, ich hätte mir einen anderen Kandidaten gewünscht, aber nun ist das Ergebnis so, wie es ist. Und wir hatten in der Tat drei starke Kandidaten und ich kann natürlich auch mit Annegret Kramp-Karrenbauer gut leben. Und denken Sie, dass